Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Als erstes mit Draxler habe ich ungefähr, also Once to Watch Draxler, habe ich ungefähr 100.000 Coins Verlust gemacht. Ich will das jetzt nicht mal weiter spezifizieren, weil sonst rege ich mich auf. Also Punkt Fehler, aus Fehler lernt man. Punkt aus Nikolaus. Ich habe ihn mir wieder gekauft. So. Ich habe trotzdem fast keine Kohle jetzt, aufgrund der Tatsache, dass ich mir mega viele geile Informs gekauft habe. Auch jetzt für die Weekend League, die jetzt mit der Bundesliga ansteht. Aber erstmal holen wir uns jetzt die Belohnung ab. Das passt natürlich sehr gut, weil ich, wie gesagt, keine Kohle mehr habe. Bekommen unsere 30.000 Münzen. Und was aber momentan am meisten fehlt bei mir, ist der verdammte Chemistry Style Shadow. Ich brauche eigentlich Shadow im allerbesten Fall dreimal, damit ich ihn einmal auf Lager habe, und ich habe zwei Spieler, denen würde ich gerne Shadow geben. Aber einen von den beiden Spielern könnte ich zur Not auch einen anderen Chemistry Style geben. Aber der andere, also einer von den beiden, braucht auf jeden Fall Shadow. Deswegen wäre ich richtig glücklich darüber, wenn jetzt in dem Mega Pack Shadow drin wäre. Wir haben bisher einmal Hunter drin gehabt, noch kein Shadow, aber vielleicht haben wir Glück. Schauen wir aber erstmal, was hier jetzt drin ist. Premium Gold Spieler. Oh, Brasilianer. Bayern Costa. Nice. Aber er ist nicht mehr viel wert, glaube ich. Aber Costa ist noch ein bisschen was wert. Also, vielleicht sogar noch 10.000 Coins. 5.000 Coins ist er auf jeden Fall wert. Come on, Baby. Come on, Baby. 15. 14. 13, 5. Okay, also wenn ich ihn für 13.000 reinstelle, bekomme ich bestimmt los. Sehr geil. Also 13.000 Coins nehme ich sowas von gerne mit. Das ist halt einfach, ja, viel, viel besser als im Durchschnitt. Also im Durchschnitt mache ich keine 13.000. Und ich meine, mit den ganzen anderen Spielern, die ich hier noch drin habe, mache ich jetzt mindestens 15.000. Falls ich noch einen seltenen oder besonderen Silberspieler drin habe, mache ich vielleicht sogar 20.000. Aber mindestens 15.000 Coins mache ich mit dem Pack hier gewinnen. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Also das ist ein sehr gutes Pack. Das heißt, wir bekommen dieses Mal definitiv mehr als unsere 50.000 zusammen. Mit den 30.000 Coins. So, Tete. 900, 700 ist nichts wert. Schau mal, Ting müsste auch nichts wert sein, aber trotzdem packe ich die anderen mal auf die Transferliste und gucke die dann mal abseits nach. Ein seltener Silberspieler, der könnte natürlich was wert sein. 550, mehrmals. Das sieht nicht so gut aus. Aber ich packe seltene Silberspieler immer gerne für 1.000 drauf und dann packe ich die einfach immer wieder auf die Liste und irgendwann gehen die meisten schon weg. Zweihundert, 250. Okay, der wird wahrscheinlich nicht weggehen. Und den haben wir doppelt. Lemoine. Schauen wir mal. 550. Ja, kriegen wir vielleicht für 500 los. Ist doch besser als nichts. Okay, jetzt ist es das große Pack. Also, ich freue mich über die Fitnesskarten, die drin sind, weil ich brauche die ja. Sonst muss ich die wieder kaufen. Also, ich muss sowieso ein paar kaufen, aber so muss ich nicht ganz so viel kaufen. Ich hätte mega Bock auf mindestens einmal Shadow. Einmal Shadow wäre richtig geil. Und ja, alles andere wäre Bonus. Aber freuen will mich vor allem über einmal Shadow richtig krass. Ist doch nur 5.000 Coins wert, aber man kriegt es einfach nicht auf den Markt. Komm schon, Baby, Shadow! LM, oh nein. Vor allem Kostic, 80er als bester Spieler. Herzlichen Glückwunsch. Ach Gott. Der soll eigentlich gar nichts wert sein. 850, sage ich doch. Auch unter 1000 bei dem seltenen packe ich auch einfach rein. Und Martins ist zwar schnell, aber der ist nichts mehr wert. Wie gesagt, solche low bewerteten Goldspieler, die sehr schnell sind, die sind wirklich nur am Anfang der Saison was wert. Danach kann man es eigentlich vergessen, weil es gibt dann normalerweise zumindest in den Top-Ligen auch einfach bessere, die schnell sind. 950, auch 100.000. Zwei seltene Silberspieler, vielleicht haben wir da ja Glück. Sieht nicht so aus, ich packe ihn trotzdem mal für 1.000 auf die Liste. Die Verträge sind natürlich alle gut. Oh, und ich sehe schon silberne Fitness, das ist schon mal schön.
500, ja. Silberne. Ah, oh, schade, nur eine goldene Fitness. Da haben wir teilweise sonst drei Stück gehabt. Jetzt haben wir halt eine goldene und eine silberne, aber okay. Heilung behalte ich auch erstmal, falls wir halt heilen müssen. Das war bei der letzten Weekend League auch so. Da muss man dann die alle Verletzungen plus 4 verwenden, soweit ich weiß. Training ist eigentlich egal. 250. Ey, das ist echt nur für 200 weggeht. Das ist der Wahnsinn. Aber gut, wer spielt schon mit Trainingskarten? Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. ZOM zu ZM. Ich habe mir vor der Aufnahme eine ZOM zu ZM-Karte gekauft für 2400, weil ich eine gebraucht habe. Und jetzt ziehe ich noch eine. Oh mein Gott. Oh, noch nicht diese Karte schon wieder, ey. Die geht einfach nicht weg. Die ist Rotz, die Karte. Die ist scheiße, Mann. Aber wir haben leider keinen Shadow drin. Oh, der Ball sieht cool aus, aber natürlich keiner, mit dem ich spielen möchte. Verdammt nochmal, wir haben keinen Shadow gezogen. Das heißt, ich kann den einen Spieler nicht einsetzen. Der funktioniert einfach nicht mit Anchor oder mit irgendeiner anderen Karte. Der braucht auf jeden Fall Shadow. Das ist einfach so. Da bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, immer mal zu gucken und zu hoffen, dass ich schnell Shadow finde. Gerade jetzt, wo alle ihre Weekend League Packs aufmachen, gibt es keinen Shadow auf dem Markt. Das gibt's doch nicht. Hunter habe ich mittlerweile oft genug. Bitter, 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 aber können wir nichts machen. Dann würde ich sagen, was ist denn momentan für ein Turnier? Ich werde wahrscheinlich Liga spielen, aber trotzdem. League A-Spieler mindestens 7 in Startelf. Oh, da könnten wir rein theoretischerweise mit unserer League A-Mannschaft spielen. Das wäre cool. Aber ich könnte ja mal gucken, wenn jetzt meine League A-Mannschaft hier fit ist, dann könnte ich ja einfach zwei Spiele da, jetzt hier bei dem Knockout machen und dann zwei Spiele in der Liga. Das würde ja sogar gehen. Machen wir mal, machen wir mal, machen wir mal. So, dann seht ihr zuerst meine neuen Spieler in der League A-Mannschaft. Wie gesagt, über Draxler redet man nicht. Na, 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 na. Den machen wir ganz schnell wieder rein. Bla, 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 bla. Ich habe ihn immerhin direkt wieder mit Maestro gekauft. Jetzt müssen wir nur merken, dass er vorher schon in 4 Spielen 5 Scorerpunkte, glaube ich, gemacht hatte. Und dann schauen wir mal, wie der sich jetzt hier anstellt. Den geben wir mal eine Fitnesskarte. So. Und gut, also der eigentliche Spieler, dem ich Shadow geben wollte, ist folgender Innenverteidiger. Dante. Second in Form, 86er. Der ist aber halt sehr langsam. Der ist noch langsamer. Der ist ein Tick schneller als Shawcross, glücklicherweise. Aber er ist halt langsamer als Hummels. So, und ohne Shadow will ich den gar nicht erst testen, weil ich weiß, das wird nicht funktionieren. Und das Geile bei ihm ist halt nicht nur, dass er mega krass Defense steigt, also logisch, 89 auf der Karte ist 86 Physis, sondern er hat auch ein richtig geiles Dribbling für den Innenverteidiger, 75, der wird nicht so leicht den Ball wieder vertändeln, wenn er ihn mal hat. Und er hat einen richtig geilen Pass, er hat einen richtig geilen langen Pass, also er kann gut hinten rausspielen. Und ich denke halt, auch wenn er deutlich langsamer als Perrin ist, glaube ich halt, dass er trotzdem, ach ja, und er ist auch deutlich größer, er ist 1,88, Perrin ist glaube ich 1,81 oder so. Und ich glaube halt, da könnte eine richtige Bank hinten sein, aber nur mit Shadow, sonst brauche ich ihn gar nicht erst testen. Das Schöne ist aber, der war preiswerter. Ich hätte, glaube ich, 18.000, Second Info vom 86er, 18.000 bezahlt oder so. Also ich habe kein Problem jetzt einfach zu warten, bis ich Shadow habe und ihn dann zu nutzen. Aber ein anderer interessanter Spieler, da werden wir jetzt wahrscheinlich Gonalons. Es ist sehr schwer zu einzuschätzen, ob ich da lieber Verratti oder ob ich da lieber Gonalons kicke. Das sind halt zwei komplett unterschiedliche Spielertypen. Das hatten ja Verarbeitsraten hoch, hoch. Es könnte halt sogar sein, dass Gonalons stehen bleiben müsste und Verratti geht. Aber mein eigentlicher Gedanke ist erstmal, Gonalons zu kicken und Verratti zu lassen. Und jetzt zeige ich euch mal, welcher Spieler das sein soll. Der ist aber nämlich ursprünglich ein ZOM. Das ist das Lustige. Er ist eigentlich ein ZOM. Und zwar Tolisso. Ja, warum will ich jetzt Tolisso nehmen? Er ist natürlich erstmal deutlich schneller als Gonalons. Ah, das ist natürlich nicht der Hauptgrund.
Aber er ist halt einfach ein extrem kompletter Spieler. Also am besten würde er wahrscheinlich auf der ZM-Position funktionieren. Aber er ist halt ein extrem kompletter Spieler. Er hat einen guten Schuss, er hat einen guten Distanzschuss. Er hat einen extrem guten Pass, auch besser als Gon Alonso. Ich habe die beiden Spieler verglichen, logischerweise, um rauszufinden, wer interessanter ist. Er hat ein sehr gutes Dribbling, ist auch nochmal deutlich besser. Er hat zwar nicht so gute Defense-Werte auf der Karte stehen, aber wenn man dem jetzt Shadow geben würde, hätte er überragende Defense-Werte. Und sein Tempo wäre natürlich auch mega krass. Er hätte einen Antritt von über 90. Er wäre halt einfach ein totales Monster auf der sechster Position. Und er hat auch mega geile physische Werte. Körperstark, Ausdauer, Aggression, auch Sprungkraft. Und er ist halt insgesamt der komplettere Sechser, würde ich sagen. Er hat den besseren Pass, also im Vergleich zu Gon Alonso immer. Er hat den besseren Pass, er hat das bessere Dribbling, er hat den besseren Schuss. Und deswegen würde ich ihn gerne mal testen. Es könnte natürlich sein, dass ich auch sage, er ist eher ein guter Verratti-Ersatz, aber Verratti ist halt die Second Inform, die will ich eigentlich auch nicht aus dem Team kicken. Und was mir halt ein bisschen Sorgen macht, ist, dass Tolisso eine hohe Arbeitsrate in der Offensive und der Defensive hat und Verratti auch. Das passt nicht ganz so gut zusammen. Da hat eben Gonalons jetzt beispielsweise eine hohe Arbeitsrate in der Defensive. Also da muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Mit zwei so offensiv ausgerichteten Sechsern oder ob ich da vielleicht wechseln muss. Er ist Rechtsfuß und ich glaube, Tolisso ist Linksfuß, oder? Nee, ist auch Rechtsfuß. Okay, dann, nee, dann machen wir das so. Ich will aber eigentlich, dass Tolisso hinten bleibt und Verratti nach vorne spielt, weil Tolisso hat die besseren Defense-Werte. Und, aber wobei, Tolisso hat auch die besseren offensiven Werte, fällt mir gerade ein. Aber Verratti hat die besseren Passwerte insgesamt. Und das bessere Dribbling. Ja, ich glaube, ich will eher das. Ja, Spielerrollen müssen wir auch noch machen, fällt mir gerade ein. So, Di Maria, Di Maria, kurzer Freistoß. Langer Freistoß. Warum macht denn den langen Freistoß Raxler? Da gibt ja auch keinen Sinn. Da würde ich auch eigentlich gerne. Oder Moment mal, 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 Moment mal. Die Maria macht die Ecken. Aber Valbuena macht die Ecken eigentlich geil. Und er hat auch dieses Attribut. Und er ist so klein, dass da. Nee, ich glaube, ich will da lieber Valbuena haben. Er hat auch schon gute Ecken geschlagen, wie ich finde. Und dann macht auch der lange Freistoß, Wally. So. Elfmeter für Chaos, klar, Kapitän, Freunde. So. Jetzt noch die Spieleranweisung. Die Spieleranweisung. Weil ich will eigentlich, dass er hinten bleibt. Hinten. Ach so, das ist ja schon eingestellt. Hinten bleiben bei Angriffen und Verratti geht nach vorn mit. Oder ich stelle eigentlich einfach mal bei beiden ein. Hinten bleiben bei Angriffen. Dadurch, dass beide ja recht offensiv ausgerichtet sind mit hohen Arbeitsraten nach vorn. Die rennen dann trotzdem beide immer nach vorne. Also nicht immer, aber häufig. Und wenn ich dann vielleicht beiden sage, bleibt mal lieber hinten, dann sind die halt auch eher mal hinten anzutreffen. Ja, ich probiere es mal so. Das war mit Falcao. Ich habe momentan eh nicht die Kohle, um mir den Movember Lacazette zu kaufen. Und ich habe ja auch dieses Team noch, glaube ich, nicht wieder gespielt als. Was? Mindestens 7 Spieler von der Ligue A an der Auswechselbank. Ach so. Ach so. Na dann spielen wir das Turnier natürlich nicht. Was ist denn das für eine schwachsinnige Regel? Meine Fresse, nee, dann habe ich keinen Bock drauf. Dann spielen wir direkt Turnier. Ja, Turnier. Spielen wir direkt Liga. Ich habe gedacht, entweder 7 auf der Bank oder 7. Na, das ist Schrott. Da habe ich keine Lust drauf, sorry. Genau, wir haben ja jetzt mit der Liga Adler auch noch nicht gespielt, seitdem ich mich so fokussiert wieder aufs Spiel konzentriere, oder? Und besser meine Chancen nutze. Ich glaube zumindestens. Von daher hat Falcao jetzt nochmal die Chance, uns zu überzeugen. Die eigentlich interessanten Informs, die sind erst im Bundesliga-Team anzutreffen. Aber die werdet ihr natürlich erst sehen, wenn wir Bundesliga spielen. Das heißt dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Wir werden jetzt, da das ja auch schon relativ fortgeschritten ist, diese Folge jetzt auch nur ein Spiel hier machen und nicht zwei. 2015, also konzentrieren wieder, den Fokus wieder ziehen, aufrechte Sitzhaltung,
aufs Spiel konzentrieren, keine billigen Fehler machen. Wenn ich ein Tor fress, die eigenen Fehler analysieren. Es gibt fast immer einen Fehler, den man gemacht hat, wenn man ein Tor frisst. Und wo man es nicht optimal gespielt hat. Das ist ganz selten der Fall, dass man mal perfekt gespielt hat. Okay, ein kleines Hybrid-Team, falsche Neun mit Müller, dann in Anführungsstrichen nur Sanchez, Bender und Wendell. Es ist ja nichts Besonderes, generell eigentlich nichts Besonderes, das Team, im Gegenteil. Verstehe ich auch nicht, warum man das Hybrid-Team gebaut hat, weil seine rechte Seite war jetzt nicht wirklich krass. Meistens macht man ja ein Hybrid-Team entweder um irgendeine Voraussetzung zu erfüllen, was in der Liga nicht notwendig ist, oder um halt Schwächen einer Liga ausgleichen zu können. So, jetzt konzentrieren, komm. Falcao hat Bock, Tore zu schießen. Draxler natürlich auch. Ich meine, Draxler hat echt gut gespielt. Und ich bin gespannt, ob er so weiterspielt. Ach ja, und ich bin mal auf Tolisso gespannt natürlich. Der ist ja neu. Ach, jetzt haben wir Tolisso einfach mal gar kein Champions League Style gegeben. Was bei ihm jetzt auch nicht so schlecht, so schlimm ist, weil er ist ja komplett. Er ist ja komplett ausgeglichen in der Spielweise. Also könnte sogar der Basic Champions League Style gut bei ihm funktionieren. Aber eigentlich, da er als Sechser spielt, würde ich ganz gerne schon seine Defense auch steigern. Und mein Plan war eigentlich, ihm so lange wie wir. Solange wir keinen Shadow übrig haben, war mein Plan eigentlich, ihm Sentinel erstmal zu geben. Da wird er halt zum absoluten Abwehrbiest. Sentinel hat nur den Nachteil, dass Interceptions, also dass der Abfang der Bälle nur um 5 statt um 10 geboostet wird. Und ich glaube, Interceptions sind als Sechser, also im Mittelfeld sind Interceptions einfach sehr, sehr wichtig. Deswegen wollte ich ihm eigentlich Sentinel geben, bis ich halt irgendwann mal Shadow übrig habe. Es sei denn, ich merke, mit Sentinel spielt er einfach so krass, dass er kein Shadow braucht. Dann wäre es was anderes. Ja, das war. Da habe ich den Pass gespielt und dann gesehen, oh, jetzt ist der Platz doch weg. Schön abgefangen. Schade. Sehr gutes Zusammenspiel. Müller hat natürlich körperliche Probleme, weil er einfach nicht so den krassen Körper hat. Schön vorbeigesetzt. Sollte er natürlich nicht in den Lauf passen. Ich wollte einen ganz normalen Pass machen, habe ich auch gedrückt und er passt ihn dann halt in den Lauf. Schade. Schade. Aber wir kämpfen uns vor und ich sehe hier auf jeden Fall gute Chancen, wenn wir so weiterspielen, dass wir dann auch, schade, hier unser Tor machen. Gegner kommt nicht wirklich durch. Einfach nur so konzentriert weiterspielen. Das war jetzt zum Beispiel eine Situation, da kann ich einfach nichts machen, meiner Meinung nach. Er kommt da einfach glücklich zum Abschluss, weil er nochmal an den Ball kommt, aber vorher dränge ich ihn ab, erarbeite quasi von Coman den Ball und zum Glück hält dann einfach. Ach du Idiot. Zum Glück hält dann einfach Rouvier den Ball, aber ja, ich denke, das war eine der wenigen Situationen, wo wir einfach für den Abschluss im Endeffekt nichts können. Schade.
Ja, Tolisso braucht auf jeden Fall Sentinel, weil er ist ja jetzt eher, wie gesagt, ist jetzt eher ein ZM und kein Sechser. Und mit Sentinel wird er halt auf jeden Fall zu einem guten Sechser. Meiner Meinung nach mit Shadow zu einem besseren. Aber so jetzt mit Basic Chemistry Style, da gibt es auf jeden, oh, verdammt, gibt es auf jeden Fall Werte, die geboostet werden, die einfach nicht geboostet werden müssen. Deswegen dran denken, Sentinel geben. Ach, der Ball ist auch zu weit, verdammt. Ich meine, mein Brenner setzt sich ja durch, aber wenn der Ball dann zu weit ist, bringt es auch nichts. Sehr schön von Tolisso. Oh, schöner Ball auf Falcao. Da ist wie gesagt nicht schnell. Ach du Scheiße, was für ein geiler Pass. Ich meine, das war, wenn er den dann so komisch schießt, okay, aber dann geht er rein, wenn daher ist es egal. Aber der Pass war geil. Also ich hätte nicht gedacht, dass Falcao so einen genialen Pass spielt. Weil das war, also das war wieder so eine Situation, er spielt in den Lauf, ich mache aber einen normalen Pass. Und diesmal war es ausnahmsweise richtig in den Lauf zu spielen. Richtig geil. Schön durchgesteckt mit Falcao. Und ja, es war halt auch ein schwieriger Pass, von daher sehr gute Vorlage von Falcao. Aber momentan ist die Tendenz immer noch, dass wir wieder auf Lacazette wechseln, wenn ich ehrlich bin. Also er müsste jetzt schon langsam mal anfangen, richtig durchzudrehen und vor allem halt auch richtig krasse Tore schießen. Wieder Tolisso. Gefällt mir eigentlich schon defensiv sehr gut. Seine Pässe kommen eigentlich auch ganz geil. Ist wie gesagt nur die Frage, ob ich. Ich trottel. Was sage ich passiert? Ist halt nur die Frage, ob ich ihn für Verratti spielen lassen will oder für Gonalons. Gonalons ist halt echt so mehr der Abräumer und Verratti natürlich der sehr mitspielende Sechser. Und Tolisso ist aber halt auch ein mitspielender Sechser, aber hat auch Abräumerqualitäten, weil er halt so körperlich stark ist. Also Tolisso bringt eigentlich beide Vorteile mit. Und deswegen ist jetzt die Frage, will ich neben ihm lieber noch einen Abräumer oder will ich neben ihm lieber noch einen mitspielenden Sechser? Da ich aber, wenn ich konzentriert spiele, glaube ich, defensiv recht stabil stehe, ist wahrscheinlich ein mitspielender Sechser besser als ein totaler Abräumer. Interessant würde es halt oder schwieriger würde die Entscheidung noch werden, wenn jetzt zum Beispiel Gonalons die Second Inform bekommen würde. Da würde ich dann vielleicht sogar wieder zu Second Inform Gonalons tendieren und nicht mehr zu Second Inform Verratti. Aber das ist sehr schwer zu sagen, finde ich. Inform Gonalons ist natürlich auch die preiswertere Alternative. Also Second Inform Verratti ist schon ein bisschen mehr wert. Aber das ist, denke ich, auch klar. Ja, das da. Sowas darf halt auch nicht passieren. Also wenn ich den Ball habe, ich darf ihn dann nicht direkt wieder abgeben. Aber ja, Verratti hat ihn sich fast geholt. Sehr gut von Perin. Will vielleicht auch nochmal zeigen, dass er nicht ausgewechselt werden will und besser als Dante ist. Ich meine, schneller ist halt auf jeden Fall, aber es gibt auf jeden Fall Dinge, die für. Oh. Wieso kommt denn da bitte jetzt keiner nach? Liegt es vielleicht daran, dass ich angegeben habe, dass beide hinten bleiben sollen? Nee, oder? Also hätte ich doch mal einer anbieten können jetzt. Muss ja nicht der Sechser sein, aber irgendjemand. Damit ich irgendwie in die Mitte komme, weil das war jetzt ein bisschen blöd. Oh. Und wieder geht der Ball natürlich in die Arme des Torhüters. Ärgerlich. Schade, den Ball. Oh, den hat sogar noch Tolisso. Das war jetzt krass. Ich wollte hier mal einen coolen Pass mit Draxler machen. War vielleicht ein bisschen zu arrogant, der Pass. War es einfach zu eng.
Schade. Das sind natürlich auch immer relativ schwierige Pässe. Oh, ich wollte die Ecke mitnehmen. Schön gemacht von Draxler. Abgefälscht. Aber schöner Pass, schwieriger Pass. Und auch schön, dass dann Falcao auf den Beinen bleibt. Ui, oh! Ich glaube, er wäre vorbei, aber gefährlicher Kopfball, aber ich glaube, er wäre vorbei. Jetzt! Oh, fuck. Ich wusste, dass Falcao zu einem guten Kopfball kommt. Ja, er macht aber auch echt viele Aufbaufehler etc. Das ist aber ein Foul. Viele Aufbaufehler. Abgefecht, so ein Lacker, ey. Krass. Also das war wieder ein Tor, wo ich sag, da habe ich jetzt am Ende stand ich gut. Hier, weil er fällt ihn ja unhaltbar ab, er wäre sonst vielleicht nicht rein. Und ich hatte aber den Ballverlust im Mittelfeld. Der Ballverlust im Mittelfeld, der darf halt nicht kommen. Also das sollte klar sein. Das war halt im Endeffekt jetzt das Problem und der Fehler. Und wenn der nicht kommt, dann kann auch das Lackertor nicht. Also im Endeffekt war es trotzdem lucky, dass er das Tor schießt, weil er ja den unhaltbar abfälscht, logischerweise. Aber es wäre ja nicht zu dieser Situation gekommen, wenn ich einfach den dummen Ballverlust im Mittelfeld nicht gehabt hätte. Deswegen ist es zu teilen meine Schuld, wenn es auch wenn es ein lucky Tor für den Gegner ist und meiner Meinung nach nicht der verdiente Ausgleich. Aber ich gehe jetzt auf offensiv, ich will das Spiel irgendwie gewinnen. Und mit zwei neuen Kräften, ich denke, konzentriert weiterspielen und dann machen wir das auch. Schade, dass jetzt so leckt. Oh, es hat die ganze Zeit nicht geleckt. Boah. Ja, keine Ahnung, wie ich jetzt hier spielen soll. Dribbeln ist dann halt einfach unmöglich. Zu spät gepasst. Oh, das war das erste Mal, dass das blöde Vorlegen wirklich klappt. Oh, den Ball hat Bellarabi doch jetzt dreimal gehabt, ey. Oh, bitte treff mich, dann ist es rot. Ja, es ist gerade unmöglich, irgendwie anständig Ballkontrolle zu behalten bei diesen Lags. Schöner Ball. Darf eigentlich auch nicht passieren. Und oh, ich wollte gerade sagen, das nächste Lackertor. Machen wir auch wieder ein paar Mal dran. Ja, was das mir ein scheiß Lex jetzt soll, aber man merkt auf jeden Fall, dass der Gegner anscheinend besser damit klarkommt als ich. Ist natürlich optimal jetzt, wenn man das Spiel noch gewinnen will. Legt das denn? Oh,
hör auf. Schon wieder. Also das nervt gerade, dass ich hier diese Endphase nicht anständig spielen kann, weil es so hardcore laggt. Jetzt gibt es ein Unentschieden, meiner Meinung nach unverdientes für den Gegner. Und ich konnte halt keinen einzigen anständigen Angriff mehr aufziehen, einfach weil... Einfach weil es beschissen geleckt hat und ich gar nicht drauf klargekommen bin. Oh, das ist bitter, ey. Naja, was soll's. Unverdient, aber wie gesagt, das Gegentor kann ich halt trotzdem verhindern, indem ich nicht diesen dummen Ballverlust habe. Und dass es dann halt trotzdem zum Lackertor kommt, beziehungsweise es dann so ist, dass in der Endphase es einfach anfängt zu lecken und da gar nichts mehr geht. Dafür kann ich nichts. Aber wie gesagt, muss nicht passieren, dieses 1-1, von daher eine Mitschuld trage ich. Und jetzt, bevor wir es vergessen, machen wir natürlich mal noch den Chemistry Style Sentinel rein. Den habe ich und den verwende ich eh nie. Deswegen können wir den auch benutzen. Also ich habe auch kein Problem damit, ihm jetzt Sentinel zu geben und falls wir dann irgendwann mal Shadow übrig haben, ihm halt Shadow zu geben. Oh Gott, und wir haben Tolisso auch vergessen, den Positionswechsler zu geben. Wir haben Tolisso gerade mit 5 Chemie gespielt und er hat sich gut angefühlt. Ach du Gott. Na, da will ich ja gar nicht wissen, wie der sich anfühlt, wenn wir ihm mit voller Chemie spielen. Krass. Mir noch nie passiert. ZOM zu ZM. Und ZM zu ZDM hatte ich nämlich noch. Das ist ja krass. Hä? Habe ich ihm gerade ZM zu ZOM gegeben, statt ZM zu ZDM? Ist nicht der Ernst, oder? Oh, was mach ich denn? Was mach ich denn? Die sehen sich aber auch so verflucht ähnlich. Verdammt nochmal. ZOM zu ZM. Und dann habe ich ihm anscheinend wirklich ZM zu ZOM gegeben, statt ZM zu ZDM. Er hat zwar jetzt schon 9 Chemie, aber dann brauchen wir nicht auf den Loyalty-Bonus warten und dann bekommt er direkt seine volle Chemie. Ach du Scheiße, wie ich gerade voll die Kohle verschwende. Naja, was soll's. So, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.